Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich euch wieder ein Telefonat mitgebracht, was komischer nicht sein könnte. Der erste Mitarbeiter, der kann es irgendwie nicht allein und verbindet mich dann irgendwann an die angebliche Finanzabteilung, die dann ihren Job auch nicht vernünftig macht. Doch wir fühlen heute dem Ganzen mal ein bisschen weiter auf den Zahn und schauen mal, wie sich die Betrüger so schlagen, wenn wir weiter mit Fragen rumbohren. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefongespräch. Guten Tag. Ja, guten Tag, Herr Leon. Ja, nee, Herr Spitzschlüpfer, nicht Herr Leon. Ja, Herr Spitzschlüpfer, wunderbar. Spitzschlüpfer. Mein Name ist Paul Schulz mit Bitcoin System. Aha. Ja, ich sehe, dass Sie sich bei uns registriert haben, ja, aber Ihr Handelskonto noch nicht aktiviert haben, ja? Ja, die übliche Trading-Betrugsmasche, aber der Paul Schulz, der klingt aber schon definitiv nicht nach einem Paul Schulz. Ich weiß nicht, was die Betrüger sich davon versprechen, wenn es ausländische, akzentsprechende Menschen mit einem deutschen Namen. Also, das ist ja hier selbst in Deutschland selbst nicht üblich. Wenn Ausländer hier schon länger in Deutschland wohnen, dann haben die meistens trotzdem einen Namen, der in deren eigenen Land üblich ist und eher selten in Deutschland. Natürlich kann das schon mal vorkommen, aber bei der Masse, was wir hier am Telefon jedes Mal erleben, die haben alle ständig deutsche Namen. Dass das wohl gelogen sein muss, das spricht eigentlich schon komplett für sich selbst. Übrigens, falls dir meine Einsprecher dazwischen in den Videos hier nicht gefallen, am Samstag, also jeden Samstag, gibt's die Kakerlakenpartys. Könnt ihr direkt über YouTube suchen, Kakerlakenparty, das Hörspiel, oder ihr schaut einfach direkt auf meinem YouTube-Profil Callcenter Abzocke unter der Playlist Hörspiele vorbei. Hier findet ihr die Kakerlakenpartys ohne meine Einsprecher dazwischen. Bei welcher Firma denn? Was? Bei welcher Firma denn? Bitcoin System. Ach so. Ja. 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 Ich meine, Sie haben Ihre Anmeldung hintergelassen mit Ihrer Name, mit Ihrer Telefonnummer und mit Ihrer E-Mail-Adresse. Und ich bin hier, um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Okay? Ach so. Ja. Haben Sie alles in unserer Werbung verstanden? Nee. Was kann man da denn da machen, genau? Ja, ich will genau das und ich bin ja persönlicher Account Manager. Aber zuerst, wäre es möglich für Sie, mir zu sagen, ob Sie schon Erfahrung in diesem Bereich haben? Ich meine mit Investitionen oder mit Trading? Nein? Nee. Ja, das ist überhaupt kein Problem, ja, dass Sie von uns fachliche Hilfe von einem Analytiker bekommen werden. Ja. Und zusätzlich ein automatisches System. Wahrscheinlich haben Sie diese Sachen in unserer Werbung gesehen. Nee. Ja? Ja, aber jetzt erkläre ich Ihnen das dann, ja, okay. Ja. Wie funktioniert eigentlich unser System? Ja? Ja, gute Frage. Ja, das ist eine wunderschöne Frage. Unser System schafft für Sie ca. 10 Positionen pro Tag. Ja. Diese 10 Positionen sind unterschiedliche Wirtschaftsgüter. Wissen Sie, was das bedeutet? Nee. Also Wirtschaftsgüter sind diese Währungen, Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffen, ja und so weiter. Die Sachen, die wir für weniger kaufen können und dann für ein bisschen teurer verkaufen können. So, Ihr Gewinn ist genau diese Preisunterschiede zwischen Kaufen und Verkaufen, ja? Warum benutzen wir unser System? Warum funktioniert das eigentlich? Da unsere Analytiker daran gearbeitet haben, hat das System automatisch diese Märkte für diese Währungen, Kryptowährungen, Aktien betrachtet und dann automatisch Investitionen für sie macht. Ja. Ja? Und laut unserer Statistikabteilung, ja, wir haben die Statistikabteilung hier, die daran gearbeitet haben, ja, um diese statistische Analyse zu haben. Und laut unserer statistischen Abteilung, genau 7 von 10 Positionen werden im Plus geschlossen. Okay, ja, es ist gut, ja, 7 von 10 Positionen, aber Sie wollen wahrscheinlich hören, wie viel Sie verdienen können. Ich meine, im Durchschnitt, ja? Ja. So, am Anfang will ich Ihnen sagen, dass es ist unmöglich, 100.000 Euro zu verdienen oder ich meine pro Monat oder pro Tag. Ich meine, wenn auch jemand Ihnen sagt, keine Ahnung, wovon er redet. Aber wir geben Ihnen diese realistischen Daten. Ich meine, Sie können bei uns pro Tag ungefähr von 3 bis 5% zu verdienen. Also 3 bis 5% am Tag.
sind erstmal tatsächlich realistisch auf dem Trading-Markt, wenn man hier mit seinem Geld rumspielt. Und auch mit kleineren Beträgen ist das schon realistisch. Das Problem ist die 3-5% am Tag. Mit wie viel Geld wollen wir da anfangen? 250? Also wirklich viel ist das natürlich am Ende nicht. Denn von 250, ihr setzt ja nicht die 250 Euro an zum Traden, sondern ihr setzt vielleicht 25 Euro an zum Traden. Das ist so ein kleiner Durchschnittsbetrag, der normal ist, was man auch Minimum traden müsste, damit überhaupt noch Gewinn bei rauskommt. Nimmt man einen kleineren Betrag, dann kommt da meistens kein Gewinn mehr bei rum. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier im Cent-Bereich sind mit den Gewinnen, also 3-5% sind ja nun mal tatsächlich von 25 Euro nur ein paar Cent. Davon gehen aber noch Gebühren weg, die der Broker, also die Plattform hier, ja auch verdienen möchte. Dann bleibt da eigentlich nicht mehr wirklich was bei über. Meistens muss man zusätzlich für die Position, die man öffnet, auch nochmal eine feste Gebühr bezahlen. Das heißt, man hat, also es kommt immer auf die Plattform drauf an, aber manchmal ist es so, dass man noch 1 Euro bezahlt für den Trade, den man setzt, und dann muss man an die Plattform zusätzlich noch prozentual eine Gebühr vom Gewinn bezahlen. Dann bleibt aber nichts mehr über beim Cent-Bereich. Und das heißt, man sollte schon 50, 60, 70, 80, 90, 100 Euro reinstecken. Dann macht es aber keinen Sinn, wenn ich nur 250 Euro auf meinem Konto habe. Denn habe ich jetzt zum Beispiel auf einen steigenden Kurs gesetzt und der Kurs fällt aber erstmal oder bleibt so, dann kostet das permanent Geld. Und wenn der Kurs weiter fällt, kostet das noch mehr Geld. Das heißt, ich muss irgendwann Geld nachfinanzieren und mache zum Beispiel aus den 100 schnell 200 Euro Investitionen in die gleiche Position, die ich geöffnet habe. Hier kann man oftmals beim CFD-Trading Geld nachschieben, damit das Geld, was man investiert hat, nicht abfällt, beziehungsweise wenn das verbraucht ist und der Kurs um die 100 Euro, die man investiert hat, darunter sinkt, unter die 100 Euro, dann ist das Geld komplett verloren. Also schiebt man gerne nochmal 100 Euro zum Beispiel nach, damit man dann 200 Euro drin hat und dann hat man nochmal ein bisschen Puffer. Irgendwann sollte der Kurs ja theoretisch wieder ansteigen. Und somit schafft man sich eine Pufferzone. Habe ich aber von 250 Euro jetzt schon 200 Euro da reingesteckt, habe ich nur noch 50 Euro. Und jede andere vernünftige Tradingbank würde dann sagen, so halt stopp, hier kannst du erstmal nicht mehr weitermachen und wir sperren sowieso dein Konto. Das heißt, es wird sowieso alles abgebrochen, auch die laufenden Trades, weil die einfach nicht im Plus sind. Es ist ja erstmal nach, es sieht nach Verlust aus. Man sagt so, Pi mal Daumen sollten mindestens 50% auf eurem Konto noch an Sicherheitsguthaben dort, also vorhanden sein, nach der Investition, die da einfach nur so rumliegen, die benutzt ihr gerade nicht. Und so kann man da kein Geld verdienen. Das ist einfach nur ein Verlustgeschäft. Und wenn man hier von diesen 25 Euro ausgeht, also einen ganz, ganz kleinen Trade setzt, also ganz, ganz kleine Beträge, ja, dann kann man auch nur ein paar Centbeträge verdienen. Also wirtschaftlich gesehen ist das auf jeden Fall nicht. Vor allem dann nicht, wenn ihr da noch einen Profi haben sollt, der euch die ganze Zeit hilft. Der will ja davon was verdienen, der will ja Geld haben. Und wenn wir jetzt den ganzen Quatsch hier gewinnen, dann ist bei 25 Euro kein Gewinn drin. Also für wen denn noch? Wollt ihr euch jetzt 5 Cent teilen oder was? Wie soll denn das funktionieren? Es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, was die hier erzählen. Nur das Problem ist, tja, die Leute, die hier eben ihre Daten auf dieser komischen, unseriösen Werbewebseite eingetragen haben, die kennen sich ja damit überhaupt nicht aus. Und dann hört sich das tatsächlich erstmal realistisch an mit diesen kleinen Prozentsätzen, die man da eben gewinnen kann. Das ist hier nicht übertrieben. Wir haben ja hier auch schon in anderen Videos gehört, dass man angeblich mehrere tausend oder 100 Euro im Monat machen kann. Dass den Einsatz verdoppeln und mehr, verdreifachen. Dass man da 250 Euro reinsteckt und 1000 Euro am Ende des Monats wieder rausholen kann. Sowas haben wir hier auch schon alles gehört. Das heißt, hier ist das zumindest nicht ganz so plump, wie es sonst manchmal ist. Aber gelogen ist es trotzdem. Das zeigt eigentlich nur, dass die da überhaupt keine Ahnung haben, wovon die da wirklich reden. Beziehungsweise selbst wenn die noch ein bisschen Ahnung haben, dann wissen sie selbst, dass es Betrug ist. Denn damit kann man einfach nicht an der Börse handeln. Es macht nur Sinn, an der Börse einzusteigen, wenn ich Minimum 1000 Euro reinstecke, eigentlich aber eher so Richtung 10.000, 100.000 Euro. Dann macht es Sinn, an der Börse zu investieren. Und auch bei CFD-Trading. Denn kleinere Summen, ja, können ja letztendlich nicht zum Erfolg führen. Und selbst wenn, dann ist der Erfolg so gering, wie viel Trades müsste man da setzen, um die 25 Euro erstmal oder die 250 Euro erstmal wieder rauszuholen, wenn ihr da nur jedes Mal wieder Centbeträge habt. Das dauert doch Jahre, bis ihr die 250 Euro wieder raus habt zum Schluss.
Das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Und deswegen macht es nur Sinn, mit großen Beträgen bei der Börse einzusteigen, beziehungsweise beim CFD-Trading. Wie gesagt, über 1000 Euro Minimum, ansonsten ist es einfach nur pillepalle Spielgeld. Die Prozent, die man da gewinnt, das macht einfach keinen Gewinn letztendlich. Oder so wenig, dass es die Gebühren am Ende eh wieder auffressen. Okay, und 3-5% pro Tag und bis Ende des Monats zum Beispiel, haben Sie sich schon entschlossen, mit welchem Betrag Sie anfangen wollen? Nee. So schauen Sie, gibt es drei Möglichkeiten, mit 1.000 anzufangen, mit 500 und mit 250 Euro anzusteigen? Ja? Mhm. So, welcher Betrag für Sie passend wäre? Gibt es da auch andere? Nein, nur diese drei Möglichkeiten. Ach so, das ist ja schade. Ja, und das zeigt einfach, dass das Ganze hier Blödsinn ist. Natürlich kann man auch bei jedem anderen Trading, bei jeder anderen Trading-Plattform kleinere Beträge einzahlen. 50 Euro, 20 Euro, je nachdem. Also so, ich glaube, so 25 ist das Minimum, was man da einzahlen müsste. Das ist aber eher zum Nachfinanzieren gedacht, solche kleinen Beträge. Und macht überhaupt gar keinen Sinn. Denn normalerweise, habe ich euch gerade erklärt, muss man schon mit viel, viel größeren Beträgen dort einsteigen, um überhaupt an Gewinn zu denken. Ja, und was auch Quatsch ist, dass es nur drei feste Beträge gibt, mit denen man anfangen kann. Also wenn ich ein Trading-Konto bei einer seriösen Trading-Bank eröffne, dann kann ich da erstmal am Anfang hochladen oder aufladen, einzahlen, was ich will. Wie gesagt, ab 25 Euro ist vielleicht das Minimum, aber die empfehlen einen auch, wenigstens 250 Euro einzuzahlen. Das ist schon mal erstmal soweit richtig, weil ab 250 Euro macht es überhaupt erst im minimalsten Sinn, das Ganze überhaupt zu betreiben. Aber gewinnbringend ist es bei dieser Stufe Geld noch bei weitem nicht. Bei legalen Firmen wird man auch darauf hingewiesen, dass das viel zu wenig Geld ist, um eben mitzutraden, damit man davon überhaupt irgendwas hat. Denn das Geld ist schneller verloren als gewonnen. Da reicht eigentlich eine verlorene Position und man hat gar nicht mehr genug Geld, um überhaupt irgendwie weiterzumachen, dass das ganze Konto dann hinfällig. Tja, aber bei den Betrügern geht es ja nicht darum, dass sie wirklich mit eurem Geld an der Börse handeln möchten, denn die Gewinne, die da für sich sprechen, ist klar, davon könnte niemand leben. Wenn sich da ein Broker für euch hinsetzt und euch beim Traden hilft, das geht gar nicht. Der verdient doch nicht bloß ein paar Cent im Monat, wenn der sich da ein paar Stunden für euch Zeit nimmt. Und selbst wenn es nur eine Stunde im Monat ist, was meint ihr denn, was der kostet? Der will für die Stunde locker 100 Euro haben, wenn der vernünftig für euch arbeitet. Und wenn da nichts bei rauskommen kann, macht das gar keinen Sinn. Demzufolge kann es ja einfach alles nur Schummelei und Betrug sein. Die stecken sich das Geld einfach in die eigene Tasche und ja, verkrümeln sich danach. Hier ist klar, das ist ein großes Callcenter. Man hört ja auch so ein bisschen die Geräuschkulisse aus dem Hintergrund. Das heißt, hier muss auch die Infrastruktur bezahlt werden, hier müssen viele Mitarbeiter bezahlt werden und der Chef und die da drüber, die wollen natürlich am meisten davon haben. Das heißt, hier wird auf Masse telefoniert, aber nicht um euch zu helfen, sondern einfach nur, um das Geld abzukassieren und sich danach nie wieder zu melden. Die Wahl, die ihr da bekommt, 250, 500 oder 1000, dient einfach nur dazu, dass man eben eine Wahl hat. Und wenn man aus drei verschiedenen Produkten auswählen kann, ist die Chance, dass man sich eins aussucht, höher als Nein zu sagen. Natürlich, die breite Masse wird immer Nein am Telefon sagen, aber da kommt man auch gar nicht so weit. Aber wenn man ja nur drei Angebote hat, also 250, 500 oder 1000, da gibt's ja nicht noch die Option Nein. Das bieten die einem ja nicht an. Da fragen die auch gar nicht nach. Die wollen einfach nur, dass man da sein Geld einzahlt und möglichst keine Fragen stellt. Mit welchem möchten Sie anfangen? Ich meine, verstehen Sie, wenn Sie keine Erfahrung haben, ich empfehle Ihnen, mit dieser minimalen Summe anzufangen, damit Sie verstehen, wie alles funktioniert. Für unsere erfahrenen Kunden empfehlen wir, mit 1.000 anzufangen. Aber ja, es ist immer Ihre Entscheidung. Ich meine, wenn Sie mit 250 anfangen, bis Ende des Monats können Sie diese Summe bis 800 oder 1.000 Euro entwickeln. So, und das ist absolut alberner Quatsch. Auch wenn ich mich jetzt ja schon wieder zu Wort melden muss, aber muss man hier bei dem Gespräch, ist ja wirklich der absolute Hammer. Wenn ich 250 Euro einzahle, soll ich 800 bis 1000 Euro am Ende des Monats wieder rausholen können? Mit 2-5%, wie er es mir vorher schon versprochen hat? Wie soll denn das funktionieren? Also selbst wenn ich pro Trade 5% Gewinn mache, und mal angenommen, ich investiere pro Trade 25 Euro, dann mache ich da überall nur ein paar Cent. Da reden wir nicht mal von Eurobeträgen gewinnen. Da sind es jedes Mal nur Cent, wovon noch Gebühren abgehen für den Broker und so weiter. Wie soll ich bitteschön mit Centbeträgen und nur 250 Euro Kapital
Wie soll ich da verdammt nochmal auf 1000 Euro kommen? Ich kann doch gar nicht so viele Positionen gleichzeitig öffnen, um da auf Masse Geld zu machen. Da bräuchte ich ja tausende Positionen, um eben tausendmal ein paar Cent rauszuholen, damit das überhaupt 1000 Euro werden können. Also, die Rechnung, die geht überhaupt nicht auf. Denn, also, wie gesagt, am Anfang habe ich ja noch gesagt, hier versprechen sie wenigstens nicht 30%, 40%, 50%, 60% Gewinn. Aber hier erzählen sie den gleichen Müll wie bei allen anderen Trading-Plattformen. Man geht am Ende des Monats mit 1000 Euro nach Hause. Abzüglich der eigenen Investitionen. Das ist komplett Bullshit. So, also auf keiner normalen Börse, also nicht mal bei den legalen, könnte man im Ansatz mit so wenig Geld so viel machen. Das ist nahezu ausgeschlossen. Da muss man ja tatsächlich die absoluten Sahnetörtchen finden und nur in diese Sahnetörtchen investieren. Und selbst dann kriegt man damit keine 1000 Euro zusammen. Denn da gehen, wie gesagt, auch noch Gebühren für die Plattformen weg. Logisch, die stellen euch ja den ganzen Bums nicht gratis zur Verfügung. Und irgendwie müssen die auch das Geld irgendwo herbekommen, um letztendlich das Geld auch auszuzahlen. Denn wie gesagt, CFD-Trading ist nicht die echte Börse. Das ist ein kopierter Markt. Man handelt nicht an der echten Börse, sondern nur bei einer Firma, die die Kurse vorgaukelt. Legal vorgaukelt, muss man dazu sagen. Also legale Firmen, die jetzt hier natürlich, die gaukeln ja nicht mal was vor, die machen einfach gar nichts. Aber so funktioniert CFD-Trading. So grob umrissen. Ne? Also es sind jetzt meine laienhaften Beschreibungen, so wie ich es mir selbst ein bisschen erlesen habe, wie das Ganze funktioniert. Und ich habe mir das auch angeschaut und ich schaue mir auch derzeit gerade eine seriöse Firma an, nicht mit echtem Geld, sondern mit einem Demokonto, um mir ganz einfach davon ein Bild zu verschaffen, wie das überhaupt wirklich funktioniert. Denn so kann ich denen hier auch immer mehr und immer besser auf den Zahn fühlen und immer bessere Fragen stellen. Tja. Wie ich aber jetzt schon festgestellt habe, dann legen sie einfach nur noch schneller auf, als man es vorher schon hatte. Ich meine, wenn sie täglich 3-5% verdienen, das heißt bis Ende des Monats, ja, kann es 800 oder 1000 Euro sein. Ja. Ja. Und sie müssen auch verstehen, warum wir überhaupt dafür Interesse haben, dass sie bei uns verdienen und bei uns handeln. Wir bekommen halt 10% Provision von ihrem Profit. Ja. So zum Beispiel, Sie haben 1000 Euro entwickelt, ja, und oder 800 oder mehr oder weniger. Ja, wie bekomme ich halt Provision davon? Also hier muss ich mich direkt schon wieder zu Wort melden. 5% von 25 Euro von diesem Trade sind 1,25 Euro. Davon wollen die noch 10% wegnehmen. Wie will man da jetzt Geld verdienen? Also die jetzt auch vor allem? 10% von 1,25 Euro ist ja nichts mehr. Wie wollen die Geld verdienen? Wie wollen die mir jetzt logisch weismachen, dass man da, dass sich das lohnt? Für beide Seiten lohnt sich das nicht. Also von daher ist doch einfach 1:1 klar, dass die sich das Geld nur in die Tasche stecken und sich danach nie wieder melden. Schon alleine mit den Telefonnummern und der Rufnummer, die hier ist, die kann man ja in der Regel auch nicht zurückrufen. Kontaktdaten auf der Webseite ist meistens auch Fehlanzeige. Vielleicht noch ein E-Mail-Kontaktformular. Da muss man euch aber auch nicht antworten, wenn man da keinen Bock drauf hat und man merkt, es ist ein Kunde, der gerade wütend ist, weil er seine Kohle verloren hat. Da werden sie euch sowieso nur auslachen. Und das hört man ja hier auch in anderen Gesprächen immer wieder, dass die immer mal wieder auch Leute am Telefon haben, die schon mal betrogen wurden und dann durchs Telefon brüllen. Und da machen die sich dann meistens auch noch drüber lustig, dass man ja dann auch noch selber dran schuld ist. Vom Prinzip her ist man es halt leider auch tatsächlich, aber man wurde ja in diese Falle gelockt. Es hat ja jemand die Geschichte dazu erzählt, dass man da investiert. Ja, so wie er hier. Das ist nichts anderes als ein Trading-Märchen. 10%. Das heißt, wenn Sie kein Geld verdienen, ja, verdienen wir auch nichts. Ja, deswegen, wir sind ganz dafür interessiert, dass Sie bei uns verdienen. Zusätzlich werden Sie mit einem Analytiker arbeiten und dieser Analytiker wird Ihnen helfen. Hallo? Ja, ich bin noch dran. Haben Sie das verstanden? Nicht so richtig, nee. Okay, warten Sie bitte eine Sekunde. Ja. Ja, ich bin wieder hier, tut mir leid. Ja. Ja, so, schauen Sie, noch einmal, drei Möglichkeiten, drei Beträge. Ja, 3-5% pro Tag können Sie bei uns verdienen, werden Sie mit unserem System und mit unserem Analytiker arbeiten. Erst welche Dienstleistungen Sie von uns erhalten. Was wir dafür bekommen, wir bekommen halt Provision von Ihrem Gewinn. Okay. So, mit welchem Betrag wollen Sie anfangen? Welcher ist denn da am besten? Minimale Summe. 250. Das so. Okay. Was benutzen Sie? Kreditkarte oder Online-Banking? Na, das habe ich beides.
Ja, mit Kreditkarte wäre es einfacher. Wir sind mit Visa und Mastercard verifiziert. Was haben Sie, Visa oder Mastercard? Da habe ich auch beides. Beides? Ja. Okay, super. Dann schauen Sie, ich schicke Ihnen unsere Partnerzahlungsmethode gerade per WhatsApp. Haben Sie WhatsApp oder? Nee. Was benutzen Sie dann? Na, SMS. SMS. Ja, leider können wir das nicht machen. Warten Sie bitte. Okay. Können Sie bitte eine Sekunde warten? Ich werde Sie gleich mit unserer Finanzabteilung verknüpfen. Ja? Ja. Super, warten Sie bitte. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo, schönen guten Abend, Herr Spritzschlüpfer, richtig? Ja, Spritzschlüpfer. Okay, super. Also mein Name ist Luisa Valentina, ich bin die Leiterin der Finanzabteilung von Ja. Deutschland. Also ich helfe Ihnen, Ihr Handelskonto von der Seite unserer Finanzabteilung zu aktivieren. Sie werden diese Transaktion auf jeden Fall zweimal bestätigen. Erstmal mündlich und danach nach der Methode von Ihrer Bank, entweder mit einem SMS-Code oder bei der Applikation von Ihrer Bank. Also jetzt ist man hier an der Stelle ja irgendwie schon wieder maximal verwirrt. Denn die nette Blitzbirne vom Anfang, die war doch eigentlich dazu da, um mein Konto zu aktivieren. Und nun brauchen wir irgendwie jemanden von der Finanzabteilung? Also es ist ja irgendwie der absolute Kracher. Aber mal ganz von vorne, wenn ich mir ein Konto einrichte, dann ist das aktiviert. Da brauche ich nicht noch irgendwie noch einen Aktivator dazu, der denn mir dabei hilft, das Ganze zu aktivieren. Das ist einfach nur absolut unterirdisch. Tja, ich weiß nicht, warum der mich jetzt hier abgegeben hat an die nächste Mitarbeiterin, die ja letztendlich auch nichts besser macht. Irgendwie können die in dem Callcenter alle nicht alleine arbeiten. Das ist immer so in den Betrüger-Callcentern. Man wird ganz, ganz oft einfach zum nächsten Mitarbeiter weitergereicht. Wahrscheinlich, weil sie dann überfordert sind oder ich weiß es nicht. Um irgendwelche Fragen auszuweichen, damit man dann wen anders dran hat. Zumindest hat die mal keinen deutschen Namen gesagt. Ist ja auch relativ selten, dass die sich mal mit einem, ja, Landsnamen melden, aber der wird wahrscheinlich auch gelogen sein. Ist selbst hier in deutschen Callcentern relativ üblich, dass man nicht seinen echten Namen sagt. Sogar bei legalen Callcentern kann das tatsächlich sein, dass man da einen anderen Namen sagt. Allerdings wird das dann hinterlegt in der Firma. Denn Datenschutz geht vor. Man ist auch in Deutschland in einem echten Callcenter, auch im Kundenservice, nicht dazu verpflichtet, seinen echten Namen zu sagen. Es muss aber dann hinterlegt sein. Denn möchte sich jemand über euch beschweren, dann muss ja die Firma Bescheid wissen, welcher Mitarbeiter gemeint war. Ach so. Und also ja, Sie werden den Empfänger und den Betrag sehen und nur im Fall, wenn alles richtig ist, dann Ja. geben Sie diese Transaktion frei, okay, und automatisch nach der Aktivierung werden alle Ihre Daten aus dem System gelöscht. Aha. Also ich entschuldige mich, also haben Sie Visa oder Mastercard? Mit welcher Kreditkarte möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Das ist mir egal. Okay, dann Wer klatscht denn da? also es ist auch andere Manager, die schon irgendwelche Handelskonto aktivieren haben. Ja, da war sie wenigstens mal nicht ganz so lügnerisch. Meistens erzählen sie ja hier irgendwas vom Geburtstag. Das Geklatsche da und das Gejubel da im Hintergrund bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass gerade jemand frisch beschissen wurde. Irgendjemand hat dort sein Geld eingezahlt, ja, und dann wird gejubelt. Da gibt's meistens irgendeine Klingel oder eine Glocke, die sie dann läuten können, damit sie sich alle gegenseitig aufgeilen können, dass sie jetzt jemanden beschissen haben. Und mal ganz im Ernst, bei welcher Bank läuten denn die Glocken, wenn da ein Konto eröffnet wurde oder ihr eine Versicherung gekauft habt? Da freut man sich insgeheim und natürlich wird man vielleicht auch vom Chef hinterher gelobt, was ja mittlerweile auch nicht mehr so gang und gäbe in Deutschland ist, aber letztendlich
gibt's da keine halbe Party und kein Geschrei. Das ist nur ein Anzeichen dafür, dass in dieser Firma fleißig beschissen wird und man sich so gegenseitig anheizt. Also sowas wie Respekt soll das dann, ja, zollen, darstellen, dass sie sich gegenseitig beklatschen und bejubeln, dass sie jetzt jemanden beschissen haben. Denn aus welchem Grund sollte man denn jetzt hier wegen 250 Euro klatschen, wo man später nur ein paar Cent von abbekommt? Vollkommen klar, die behalten die 250, 500 oder 1000 Euro und machen sich dann aus dem Staub und melden sich nie wieder bei euch. Deswegen klingelt das Glöckchen und danach die Klatschparty, die man da immer wieder hört. Aktiviert haben. Die klatschen immer, wenn ein Konto aktiviert wird. Ja, genau. Ja, und warum? Also weil es ist alles erfolgreich ist und ja. Der Kunde ist glücklich mit uns Zusammenarbeit zu starten. Ja, ich würde mir gerne mal Ihre Telefonnummer einmal notieren, damit ich mal zurückrufen kann, wenn was ist. Ja, es ist kein Problem. Paul Schulz wird also Ihre Telefonnummer geben, kein Problem. Aber genau jetzt rufen wir mit IP-Telefonie. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich will mir ja nur die Nummer notieren. Ja, okay, kein Problem. Und wissen Sie, also nach der Aktivierung Ihres Handelskontos bekommen Sie zwei Anrufe von Ihrem persönlichen Finanzberater und auch von der Verifikationsabteilung. Das wissen Sie schon, ja? Nee, jetzt weiß ich aber. Okay. Also von diesem Moment ist alles bei uns auf der Linie von Visa aufgenommen. Können Sie mir bitte sagen, Ihr Name auf der Karte steht genauso wie in der Anmeldung, ja? Das ist richtig, ja. Aber das hat ja jetzt erstmal nichts mit Ihrer Telefonnummer zu tun. Mit unserer Telefonnummer? Ja, genau. Ja, die würde ich mir gerne einmal notieren. Okay, kein Problem. Ich kann Ihnen das gleich geben oder mit Paul Schulz. Nein? Doch. Okay. Können Sie notieren, ja? Moment, dann gehe ich mal zum Telefon. Ja, okay. So. Dann sagen Sie mal die Nummer. Okay, 44. Na, so fängt ja eine Telefonnummer nicht an. Noch einmal? So fängt ja eine Telefonnummer nicht an. Also plus 44 meinen Sie? Ja, plus 44, genau. Ja, das müssen Sie ja sagen. Plus 44 und dann? Ja, plus 44, 7466. 7466, ja. 47. 47. 61. 61. 39. 39. Ja, bei diesem Telefonnummer können Sie Paul Schulz immer erreichen. Den Paul Schulz. Ja, genau. Er ist Ihr Kontomanager und ich bin die Leiterin der Finanzabteilung und ja, Sie brauchen Telefonnummer von Paul Schulz. So, dann gucken wir mal, ob die Nummer geht. Ja. Das ist eine private Nummer, das ist nicht von dem Paul Schulz. Ich bin bei einem Engländer gerade privat rausgekommen. Tja, da hat sie mir einfach irgendeine Telefonnummer gegeben, aber nicht die Telefonnummer von dem Callcenter, so wie es zu sein scheint. Aber viel schlimmer ist, dass da schon wieder jemand im Hintergrund betrogen und beschissen wurde und jemand schon wieder sein Geld verloren hat. Tja, und das Kranke ist, dass solche Callcenter tatsächlich Millionenbeträge im Monat machen. Ich verstehe es nicht. Also wir hatten ja hier vor einer Weile schon mal einen Betrüger, der zugegeben hat, dass er da nicht so viel verdient, aber der war auch ganz, also da war es im Hintergrund sehr ruhig. Der hat wahrscheinlich alleine gearbeitet. Also es gibt auch selbstständige Betrüger, die sich die Datensätze einfach kaufen und dann selbst auf eigene Faust von zu Hause aus ein bisschen rumtelefonieren. Technische Möglichkeiten haben wir ja nun mittlerweile alle zu Genüge. Also, ich will nicht die technischen Möglichkeiten verteufeln, dass man seine Identität verschleiern kann. Das ist soweit schon in Ordnung, denn Datenschutz geht vor. Aber, naja, das Problem ist, dass das manchmal halt eben zu Betrug genutzt wird. Und dass man es da dann aber auch wieder ziemlich einfach macht. Spoofing und sowas ist technisch halt relativ leicht machbar, wenn man weiß wie. Man muss nur technisch ein bisschen versiert sein und schon kann man falsche Telefonnummern im Display anzeigen. Und das ist halt eben auch immer so, wenn diese Callcenter anrufen. Da steht zwar eine Telefonnummer im Display,
Manchmal auch anonym, aber oftmals steht eine Telefonnummer drin, die ist dann aus dem Ausland. Es ist aber trotzdem nicht die Nummer von dem Callcenter, was einen gerade anruft. Und ja, wenn man jetzt hier sogar nach der Telefonnummer fragt, bekommt man einfach eine falsche. Auch höchst interessant. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo. Ich habe nichts gehört. Entschuldigung. Ja, die Nummer ist falsch, die Sie mir gesagt haben. Das ist also Handynummer und auch WhatsApp-Nummer von Paul Schulz. Nee, das ist ja eine Festnetznummer, keine Handynummer. Ich weiß und ich melde mich immer beim Paul Schulz mit diesem Telefonnummer. Ja, kann also ja nicht sein, weil der geht ja da nicht ran. Da geht ja wer anders ran. Ja, also, aber Sie können per WhatsApp oder per irgendwelche andere... Hab ich nicht. Ich will ja anrufen können, aber die Nummer geht ja nicht. Die Telefonnummer, die Sie mir gegeben haben, ist falsch. Naja, ich werde noch einmal fragen, aber per WhatsApp, ich rufe immer und es gibt kein Problem. Ja, aber ich habe Ihnen ja gesagt, die Nummer geht nicht. Dann sagen Sie mir mal bitte die richtige. Ich kann Sie mit Paul Schulz dann wieder... Sie sollen mir ja nur die Telefonnummer geben, wie ich Ihr Callcenter erreichen kann. Ja, okay, kein Problem. Ich kann Ihnen meine Telefonnummer nicht geben, sondern Paul Schulz, weil er wird okay. Mit mir ja kommunizieren und okay, ich frage, dann werden Sie mit ihm... Ihre Kreditkarte für die Aktivierung Ihres Handelskontos geben oder machen wir es mit mir? Ja, das ist mir ja egal. Ich will ja bloß die Telefonnummer vorher aufschreiben. Ja, die Telefonnummer, die ich Ihnen gegeben habe, Sie können dort schreiben. Das weiß ich genau, weil WhatsApp... Ja, ich komme ja nicht bei dem Paul Schulz raus. Ich komme ja bei einem unbekannten Engländer raus. Ja, genau. Ja. Er hat Engländer Telefonnummer. Ja, aber ist ja nicht der Paul Schulz. Da kam ja eine fremde Person, ein Unabhängiger, eine dritte Person. Jemand, der nichts mit uns beiden zu tun hat. Ich möchte gerne die Nummer von Ihrem Callcenter, sodass ich Sie erreichen kann. Also, Sie haben bei diesem Telefonnummer schon angerufen und haben die dritte Person gehört? Eine fremde Person. Die nichts mit uns beiden zu tun hat. Aber ich verstehe nicht. Also wir kommunizieren gerade mit Nein. Ihnen und wie? Ja, aber ich möchte die richtige Telefonnummer, weil die Telefonnummer, die bei mir im Handy-Display steht, die geht ja auch nicht. Aber wann haben Sie auf diesem Telefonnummer Anruf gemacht? Na, jetzt gerade eben. Aber Sie sind am Telefon mit mir. Ja, na und? Ich kann ja deswegen mit einem anderen Telefon auch telefonieren. Ist ja nicht das Problem. Ich habe ja hier nicht nur ein Gerät. Ja, okay. Dann verstehe ich nicht. Also, ich muss meine Arbeit machen und ich habe keine... Aber das machen Sie doch nicht. Sie machen ja nicht Ihre Arbeit. Ich bin Finanzabteilung, okay? Naja, und wenn ich Sie nach einer Telefonnummer frage, wie ich Ihre Firma erreichen kann, wird das doch wohl kein Problem sein, ja, also, dass also Sie mir eine Telefonnummer sagen können. Aber im Büro arbeitet mehr als 100 Personen. Ja, und ist ich ja kann, egal. Ich will ich, ja nicht ich von kann einer nicht die Telefon, Ich kann nicht die Telefonnummern von allen Personen wissen. Das will ich ja auch also, nicht. Ich will nicht ja nur die Telefonnummer Arbeit. Von Ihrer Firma haben. Nur die Telefonnummer von Ihrer Firma, nicht von irgendeinem Mitarbeiter. Von Ihrer Firma. Ich kann Ihnen also von unserer Firma, unser Hauptbüro ist in Toronto. Ja. Sie können dort anrufen. Ja, dann kriege ich jetzt von Ihnen diese Telefonnummer. Ja, Sie können das auf unserem Website finden und dann warum dort sagen Sie mir anrufen. Die Nummer nicht einfach? Ich kann. Moment bitte. Mhm. Ja. Und dann hat sie einfach aufgelegt, ohne sich zu verabschieden. Tja, so ist es immer bei den betrügerischen Callcentern, wenn man unangenehme Fragen stellt. Ja, dann haben sie entweder erstmal noch Ausreden und versuchen sich drumherum um den heißen Brei irgendwas zurechtzubasteln, wie in diesem Fall. Sie hat mir einfach eine fremde Telefonnummer gegeben.
Ich bin bei einem Privatanschluss in England rausgekommen. Und ja, ich habe halt hier echt mehrere Telefone liegen. Ist ja auch heutzutage kein Hit mehr. Die Hotline-Telefonnummer, mit der ich hier diese Anrufe aufzeichne, die kommt auf meinem iPhone raus, auf meinem zusätzlichen Handy, noch ein drittes zusätzliches Handy. Ich habe hier noch ein viertes liegen für den ganzen Bums, weil ich auf Telegram mittlerweile auch noch ein bisschen was mache. Und dann habe ich noch ein Festnetz stehen und unser Festnetz im Flur liegt auch noch rum. Das klingelt überall gleichzeitig. Auf dem PC kann es auch noch rauskommen. Das heißt, wenn die anrufen, klingeln hier alle Geräte gleichzeitig. Ist einfach nur eine Callcenter-Anlage, wo ich überall die App drauf habe und auf dem Festnetztelefon habe ich die SIP-Daten einfach hinterlegt. Von der Online-Telefonnummer. Ist ja alles heutzutage kein Hit mehr. Rufen die an, klingeln alle Telefone gleichzeitig. Habe ich jemanden dran, kann ich ja trotzdem den Hörer von einem anderen Telefon hochnehmen und da wählen. Das funktioniert, ist kein Problem. Ja, und wenn sie dann nicht weiter wissen, legen sie direkt einfach auf. So ist es in diesen Callcentern. Schon Wahnsinn, da kriegt man einfach falsche Telefonnummern von privaten Leuten. Ich habe einfach bei jemandem privat in England angerufen. Hat man einfach gehört, weil da hat sich jemand mit einem Namen gemeldet und ja, müssen wir jetzt hier nicht weiter ausführen, aber es ist letztendlich ein Privatanschluss gewesen und kein Callcenter, sonst meldet man sich ja auch mit Firmennamen. Selbst wenn die sich da erstmal auf Englisch melden, ich meine, das ist ja auch eine englische Nummer, kann das alles erstmal sein, dass die nicht direkt auf Deutsch mit einem quatschen. Aber da ging keine Warteschleifenmusik ran, da gab es kein Wählmenü, wo man vielleicht auch die Sprache schon direkt voreinstellen konnte, bei welchem Mitarbeiter man rauskommen will oder in welcher Abteilung, in der deutschsprachigen Abteilung zum Beispiel. Das gab's da alles nicht. Da ging direkt jemand ran. Also es hat ein paar Mal geklingelt und dann ging hier irgendeine Privatperson da ran. Und das ist schon ein starkes Stück. Die hat mir einfach irgendeine ausgedachte Telefonnummer gegeben, die dann halt durch Zufall höchstwahrscheinlich funktioniert hat. Aber es war ein Privatanschluss und nicht der Anschluss von dem Callcenter. Und alleine daran sieht man schon, was das für ein billiges Auftreten ist. Die wollen halt einfach nicht rückrufbar sein, denn wenn die eine Telefonnummer angeben würden, die stimmt, ja, dann wäre ja das Problem, dass man ja auch über diesen Anschluss rausfinden könnte, wer den Anschluss gebucht hat. Und deswegen ist die Nummer, die bei euch im Telefondisplay steht, immer eine gefälschte Telefonnummer. Und auch wenn man da zurückruft, dann im schlechtesten Fall kommt man da bei irgendjemandem privat raus. Oder bei irgendeiner Firma, die damit aber nichts zu tun hat. Im besten Fall gibt's halt einfach nur keinen Anschluss unter dieser Rufnummer. Dann belästigt ihr da wenigstens nicht noch irgendjemanden. Aber das interessiert die halt einfach nicht. Die wollen halt einfach nur an euer Geld. Und ja, man soll halt da nicht irgendwie einen Kontakt zu diesem Callcenter hinterher nochmal herstellen können. Weil wenn die sich mit eurem Geld aus dem Staub gemacht haben, dann wollen die ja nun mal nicht nochmal von euch belästigt werden. Die wollen einfach noch ein halbes Jahr in Ruhe weiterarbeiten und danach die Webseite schließen, um dann ein neues Projekt zu starten. Also das Callcenter bleibt da, wo es ist. Die machen einfach nur eine neue Webseite mit einer neuen Domain und haben die gleiche Werbe- oder die gleichen Werbewebseiten wie die Höhle der Löwen. Das bleibt immer das Gleiche. Die kaufen dann halt da wieder ihre Datensätze ein oder schieben die sich kostenlos hin und her oder haben die noch von dem alten Betrug, den sie vorher gemacht haben und rufen dann einfach nochmal alle Kunden an. Deswegen hören wir hier auch viele von den Betrügern immer und immer und immer und immer wieder, auch über Jahre hinweg, weil die einfach über Jahre hinweg ihren Betrug weiter durchführen. Nur jedes Mal unter einem neuen Namen vom Callcenter. Auch ihre eigenen Namen, die ändern die jedes Mal. Es ist schon absolut Wahnsinn, was die sich alles einfallen lassen. Aber sobald man mal nachfragt, wird in den meisten Fällen einfach aufgelegt. Weil sie letztendlich sonst kurz vorm Erwischen stehen. Und sie wollen sich einfach nicht die Blöße geben, dass man denen dann noch Betrüger hinterher ruft. Deswegen legen die dann einfach gerne schnell auf, wenn es dann unangenehm wird und die Fragen nicht so richtig beantworten können. Ich meine, sie hat ja hier auch bei dieser Telefonnummerfrage ordentlich umhergeeiert. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Am besten gleich mit dem Klingelglöckchen, denn dann bekommt ihr auch immer eine kleine Information, wenn es ein neues Video auf dem Kanal gibt. Ihr seht jetzt hier noch eine Playlist mit einer viel, viel größeren Auswahl an vielen, vielen weiteren Videos. Schaut auch dort gerne mal vorbei. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!